Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Vielleicht habt ihr ja Lust, das gleich in die Kommentare zu schreiben. Aber mich hat Science Fiction ziemlich früh gepackt. Das waren erst die Comics, die damals ja angeblich direkt zur Gehirnerweichung und Blödheit führten. Dann im Fernsehen Raumschiff Enterprise, Invasion von der Vega oder die Kultserie Raumschiff Orion. Natürlich in Schwarz-Weiß. Ihr wisst, ich komme ja aus der Vergangenheit und bin im letzten Jahrtausend geboren. Da hat es mich dann endgültig gepackt. 1973, das war eine echte Sternstunde, sah ich dann im Fernsehen den WDR-Film Welt am Draht von Rainer Werner Fassbinder. Im Grunde die deutsche Version von Matrix. Immer noch ein absolut cooler Film nach all den Jahren. Vor allem viel besser als das grässliche Emmerich-Remake The 13th Floor. Und ab und an sehe ich den Film wieder, Welt am Draht. Jedenfalls fing ich dann an, mehr und mehr Science-Fiction-Romane zu lesen und war völlig geflasht, als ich dann selbst ins Kino gehen konnte und Filme wie 2001 Odyssee im Weltraum sah oder Lautlos im Weltraum. Ein Film, der 1971 in nur 32 Drehtagen gedreht wurde, auch ein Klassiker. Und seitdem bin ich von Science-Fiction fasziniert und habe mich immer wieder mit dem Verhältnis von Fiktion, also auch Literatur und Film und Wissenschaft befasst. Um darüber zu sprechen, gibt es wirklich keinen besseren als Dietmar Dart. Er hat selbst Romane geschrieben, darunter auch Science Fiction, ist also Schriftsteller, aber auch Übersetzer, Sachbuchautor und Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Science Fiction und hat mit Nie-Geschichte, Science Fiction als Kunst und Denkmaschine, für mich das Buch zum Thema geschrieben, nämlich die Geschichte des Genres Science Fiction. Hallo Dietmar, wie hat das mit dir und Science Fiction angefangen? Erstmal mit Spock, aber ich wusste natürlich den Unterschied nicht zwischen Spock und der Cartwright-Familie auf Bonanza, weil war ja beides wahr. Und dann hat ein Freund von meiner Mutter seine Periroden-Planetenromane, Planetentaschenbücher bei mir abgeladen. Periroden ist ja eine Heftserie, wo du eigentlich, wenn du einsteigst, weißt, du steigst jetzt schon in einen völlig entwickelten, komplizierten Kosmos ein, was bei viel Science-Fiction so ist. Selbst bei Kurzgeschichten ist es so, dass eine ganze Welt damit gemeint ist, die anders ist als unsere. Aber deshalb bin ich bei Perry Rhodan nie reingekommen. Ich habe nie angefangen, richtig Perry Rhodan zu lesen. Ich bin da nie reingekommen. Weil dir eben der Stefan, der Freund von meiner Mutter, die Planetenromane nicht gegeben hat. Denn der Teil in Planetenromanen ist, dass die sozusagen einen Ausschnitt sich suchen, einen Ort, deswegen Planetenromane. Also es war so eine Eindeutschung von Planetary Romance. Was so die Idee ist, zum Beispiel der größte Planetenroman, den es gibt, glaube ich, vom Umfang her und von der Tiefe her, ist der Wüstenplanet. Das sind dann mehrere Bücher von Frank Herbert. Mhm. Aber die Idee war am Anfang, ich nehme einen Schauplatz aus dieser Periodenwelt, drei, vier überschaubare Figuren und setze die so in eine Situation. Was ja auch ist, was die Science Fiction am Anfang gemacht hat, eine Idee. Also angenommen, wir hätten unendlichen Energievorrat, ein neues Gerät, das uns irgendwie die Energiesorgen wegnimmt, oder wir könnten den genauen Todeszeitpunkt vorhersagen oder so. Eine Idee und die dann entwickelt und an ein paar Figuren durchgespielt. Das heißt, es waren sozusagen Periroden-Kapseln, das war Periroden-Homöopathie. Und daran habe ich sozusagen dieses Prinzip angefangen zu verstehen. Und zu der Zeit gab es, jetzt kommt was Archäologisches, von Pelikan, das war die Firma, die unsere Schulfüller herstellte, unter anderem diese kleinen Büchlein hier, die Tramp-Taschen, die passten in die Hosentasche, die kosten eine Mark für unsere sämtlichen jungen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mark war sowas, damit haben die Affen bezahlt in der Eingangsszene von Kubrick, die da mit diesen Knochen irgendwie speisen. Die Knochen war Mark und das haben die damals bezahlt. Und ich hatte immer so ein Ding, da gab es 6 Stück, die Science-Fiction waren, ich hatte immer so ein Ding in der Hosentasche, weil gab ja noch keine Handys und du kannst sozusagen dich dann mit dem Universum verbinden, indem du eine Geschichte von 20, 30 Seiten da drin hast. Mein Gott, die Zukunft wird anders, heißt dieses Ding, das andere heißt Traum von morgen. Also sehr grundlegende, sehr kantige, sehr holzartige Science-Fiction-Ideen, aber deswegen genau richtig für jemand von 11 Jahren. Und der bald hat dann angefangen, mir selber so einen Scheiß auszudenken. Aber du hast ja selber gesagt, da sind wir echt Steinzeit, ja, die Affen am Anfang von 2001 Odyssee im Weltraum. Was ist denn heute der Einstieg? Ist das deiner Meinung nach mehr Kino oder sind das schon Games? Also ich glaube, dass man nicht eine Medienentscheidung treffen sollte, sondern dass man eine Entscheidung treffen sollte für einen Einstieg in irgend sowas, wenn man das denn will. Was flasht mich in der Weise, dass ich sage, das habe ich noch nie gesehen, noch nie gemacht, da war ich noch nie drin. Also es können Computerspiele sein. Ich finde zum Beispiel Nier Automata, das ist ein Computerspiel von einem Japaner entwickelt worden,
besser geschrieben als Plot, als die meisten Hollywood-Filme, die ich mir irgendwie angucken kann. Weil da geht's, du hast so eine Position von so einem Roboter oder von so einem ja nicht ganz menschlichen Wesen, das einen Auftrag hat. Und das Geile ist, wie in so einer guten Philip K. Dick-Geschichte, auf der Hälfte dreht sich's und du stellst fest, deine ganze Auftragsgeschichte ist gelogen. Also die haben dich sozusagen mit falschen Instruktionen und einem falschen Weltbild auf eine Mission geschickt. Und das ist natürlich, ich sag mal, wenn du daneben dann so einen Roland Emmerich-Film hältst oder so, dann ist es wie der Mont Blanc neben einem Maulwurfshügel oder so, was die Tiefe angeht. Die zweite Sache ist die, man kann, glaube ich, Filmen sehr viel mehr vertrauen, was komplexe und interessante und vielseitige und vielschichtige und packende Science-Fiction angeht, als noch vor 30 Jahren, weil die technischen Tools, um eine komplette Welt zu gestalten, was man ja macht, indem man im Hintergrund irgendwas Komisches hat, sind billiger geworden. Und das heißt, du hast, was du früher nie hattest, unabhängig produzierte Science-Fiction-Filme, wo also jemand sozusagen mit wenig Geld nicht 40 Fokusgruppen gefallen muss, nicht 40 Krawatten gefallen muss von irgendeiner Bank, die das dann finanzieren, sondern einfach eine irre Vision haben kann und einen Film drehen kann. Und zum Beispiel sowas wie Primer, der beste Zeitreisefilm, den es überhaupt gibt von 2006, der hat verdammte $10,000 gekostet oder sowas. Das kann man gar nicht begreifen, wie das möglich sein soll. Die haben es zum Teil in der Garage gedreht und so. Und ist aber eine Einführung in: Was ist Zeitreise, was ist Zeitschleife, was ist Menschen, die sozusagen ihre eigene Ursache-Wirkung-Beziehung von innen nach außen krempeln und sich dann hassen oder lieben oder sonst was. Und das ist ein Film. Und früher hätte man gesagt, na, die Bücher-Science-Fiction, die literarische Science-Fiction ist immer ein bisschen weiter, sowohl was die Verfremdung angeht, als auch was die Stoffe angeht, als auch was die Figurenzeichnung angeht. Das kann man so nicht mehr sagen. Wie gesagt, es gibt Videospiele, die sind interessanter als Bücher. Mhm. Es gibt nach wie vor auch Bücher, die sind interessanter als Bücher. Es gibt vor allen Dingen Bücher, die sind interessanter als das Leben. Also nimm in die Hand, was dir komisch vor. Nimm in die Hand, wo du denkst, das ist jetzt ein bisschen schräg und schief zu der Welt, die ich kenne. Dann bist du genau auf dem Pfad, der in die tatsächliche Science-Fiction führt. Du hast wahrscheinlich genau wie ich Westworld gesehen, damals mit Jules Brünner. 1973 kam das Ding raus. Interessant ist, dass Michael Crichton da Regie geführt hat. Also der Typ, der später dann Jurassic Park geschrieben hat und Emergency Room erfunden hat. Und ich weiß nicht, ob du die neue Serie Westworld gesehen hast. Da fand ich die erste Staffel Hammer. Und ich glaube, die geben ungefähr $1 Million pro Folge in dieser Staffel aus. Und die zweite Staffel jetzt, die fand ich so grottenschlecht, dass ich mir eigentlich vorgenommen habe, ich sehe die dritte gar nicht mehr. Nimm das mal, ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst, aber interessant finde ich, was passiert mit so einer Serie, mit so einer Idee, die super ist, warum fällt die plötzlich durch? Ich weiß nicht, hast du die zweite Staffel gesehen? Ich habe alle drei Staffeln gesehen, in der Tat, und die zweite gewinnt enorm, wenn man die dritte gesehen hat. Sagen wir so. Okay, also du sagst, Nein. Ich muss die dritte sehen, gut. Weiß ich gar nicht. Wenn du die zweite lieber haben willst, als du sie jetzt hast, dann schau dir mal die dritte an. Jedenfalls, die Frage ist in der Tat interessant, warum sozusagen, wenn ich dich richtig verstehe, ein tolles Worldbuilding-Konzept, also eine tolle Vorstellung von einer Welt, wo du denkst, die ist einladend zu vielen Geschichten und wahrscheinlich sogar zu mehr Geschichten, als dann Hollywood daraus machen kann oder auch eine Schriftstellerin machen kann. Warum werden die manchmal schal? Warum fällt es in sich zusammen? Warum enttäuscht einen sowas? Und da würde ich sagen, das ist der Fluch der sehr guten Idee, denn wenn du sozusagen in so eine Welt reinkommst, hast du erstmal das Gefühl, hier ist alles möglich. Wenn es so bleiben würde, dass alles möglich ist, dass also auch ein Elefant irgendwie im Kühlschrank sitzen kann, wenn du ihn aufklappst, wird es langweilig. Das heißt, irgendwann muss eine Balance gefunden werden, dass die Regeln genug einengen, diese Welt, dass nicht irgendwas passieren kann, aber sozusagen immer noch überraschend bleibt. Und das ist sozusagen ein Abschmecken, wie Spitzenköche gerne sagen, es gibt bestimmte Fischgerichte, eine Sekunde zu lang gegart und du kannst es ins Klo schütten. Ja. Und so ähnlich ist es, glaube ich, bei einer Fiktion, die von Ideen lebt, die eben nicht einfach nur davon lebt, dass sich Leute da einfühlen können in die Figur oder sowas wie andere, wie realistische oder naturalistische Kunst, sondern die wirklich davon lebt, wie gut ist diese Idee. Und das Schlimmste daran ist aber dann, wenn du dann sozusagen aus den 40ern vielleicht Science Fiction liest oder auch solche Filme guckst, da gibt es ja welche, die sich auch gut gehalten haben, dann ist es aber so, du merkst, die Ideen sind besser und trotzdem sind die Filme teilweise irgendwie verwittert, nicht deswegen, weil du die Spezialeffekte nicht mehr glaubst oder so, sondern weil die Welt nicht mehr so ist, dass du denkst, eine Idee, das hatte ich ja vorhin gesagt, reicht,
wirklich in ein nebenstehendes Universum zu kommen. Zum Beispiel, was wäre, wenn die Sache anders wäre, die Technik? Wir wissen inzwischen viel zu genau, dass alles immer gleichzeitig passiert, dass wir nicht eine Welt haben, in der Biotechnik wichtiger wird oder Computer oder die Umwälzung irgendwie auf der geopolitischen Ebene, dass es keine Sowjetunion mehr gibt oder so, sondern es passiert alles gleichzeitig. Oder wie William Gibson eben gesagt hat, die Zukunft ist schon da, sie ist nur verdammt ungleichmäßig verteilt. Und das ist sozusagen auch ein ästhetisches Prinzip in der Science Fiction. Dieses ungleichmäßig Verteilen ist dann halt wie bei das Auge ist mit. Du kannst selbst was, was sehr gut schmeckt, auf dem Teller so arrangieren. Nee, also ich würde immer sagen, die gute Idee ist notwendig für gute SF, aber sie reicht noch nicht mal. Und das heißt, du kannst auf zwei Stufen Scheiße bauen. Deine Idee kann zu schwach sein oder du kannst dieser Idee eventuell nicht gerecht werden. Ich glaube, der Verdacht ist bei vielen dieser Fernsehserien, weil sie dann doch langlaufen und weil ich auch denke, dass manche Serien länger laufen, als die Leute dachten, die sie erfunden haben. Und dann gehen ihnen ganz banal einfach die Anwendungen. Ich finde, gerade Arrival ist eines der Beispiele dafür, wie toll Wissenschaft imaginiert sein kann, um grandiose Fiction daraus zu machen. Ja, weil der Verstand ja sozusagen eine Schattenseite hat. Er ist ja ganz gut dabei, uns zu helfen, zu überleben auf einer Ebene von, wenn du Menschen so nackig in die Welt lassen würdest, wie sie halt sind, würden sie nicht lang durchkommen. Wir haben kein Fell, wir haben keine Stoßzähne, wir müssen dieses Hirn einschalten. Aber wir müssen dann auch wissen, wann es aufhört. Denn wenn wir sozusagen so, wie wir über unseren Beruf nachgrübeln, über das Essen nachgrübeln würden in der Natur und sagen würden, ja, ich kann den Apfel pflücken, aber vielleicht ist er doch giftig und vielleicht ist ein Wurm drin und so weiter. Also so, wie man manchmal nachdenkt, wenn ich jetzt kündige, habe ich kein Geld mehr, aber wenn ich nicht kündige, machen die mich wahnsinnig. So, wann schaltest du das Hirn eigentlich ab? Wann schaltest du es ein, wann schaltest du es ab? Und die Antwort guter Science Fiction ist, es geht weniger darum, was dabei rauskommt. Insofern hast du genau recht. Also um, was für eine Sprache ist es jetzt und warum sind die anders kognitiv als wir Menschen, weil sie ein anderes Zeitempfinden haben, das dann ja noch unterfüttert ist von der Physik, die wir als Menschen gerade zu ahnen beginnen. Nämlich, es gibt eine Ebene der Physik, wo es Zeit als Abfolge von A, B auf einer Perlenschnur bereit eigentlich nicht gibt. Es gibt sozusagen physikalische Theorien, die mit dieser Voraussetzung arbeiten und dann Sachen produzieren, die wir gebrauchen können. Die ganze Quantenmechanik ist an der Stelle strange, aber ohne Quantenmechanik könnten du und ich gerade nicht reden, weil die ganze scheiß Elektronik, mit der wir es tun, auf dieser verrückten Wissenschaft beruht. So, und das heißt, irgendwann einmal hat jemand ein Wie gefunden, in Dinge reinzukommen, die erstmal der Verstand sagt, nö, das glaube ich nicht. So, und dann stellt sich raus, also was wäre, wenn Energie in Päckchen wäre? So hat die Quantenmechanik angefangen. Wenn sie nicht kontinuierlich wäre, wie so ein Regler, wo du sagst 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern wenn es so abgeteilte Päckchen wären. Da haben sie gequantelt, das Quantum, die kleine Menge. So, und das heißt, gute Science Fiction legt Wert auf dieses Wie. Wie kriege ich den Verstand so locker, dass er offen ist, aber trotzdem so stabil, dass er nicht einfach irgendwas Betrunkenes fantasiert. Und das macht dieser Film Rival und die Geschichte von Ted Chiang, indem er eben dieses Rätsel produziert. Die kommen da an und können nicht so linguistisch wie wir. Aber sie haben es ja doch geschafft, irgendwie diesen unglaublichen, diese Leere des Alls zu überbrücken. Also sie haben irgendwie eine Technik. Und das heißt, sie haben irgendeinen Weltzugang. Und dann müssten wir doch eigentlich auch mit ihnen reden können. Wir bewohnen auf eine Art doch dieselbe Welt. Und dann interessiert das Wie. Wie können wir mit ihnen? Und das Tolle ist halt, ich weiß nicht, kennst du Garmok? Das ist eine Star Trek-Folge. Die passt da genau rein in das Arrival-Ding. Nee, Moment, das ist klingelt nicht. Nee. Okay. Star Trek Next Generation, 5. Staffel, ich habe alles dabei. die heißt Garmok. Das ist eine Spezies, also die Enterprise begegnet einer Spezies, von der es dann heißt in den Archiven der Sternenflotte, wir können mit denen nicht kommunizieren. Was heißt das? Wir haben doch diese Universal Translators. Es ist ja immer so schön, dass die alle Englisch sprechen oder dann bei uns alle dort, egal von welcher Andromeda-Galaxie oder aus welchem Sektor sie kommen. Das schalten sie ein. Ja, auch bei diesen Wesen gibt es eine Übersetzung. Aber die Übersetzung sieht so aus. Temba, seine Arme weit. Hä? Also Picard fragt, wollen wir uns unterhalten? Sie stehen auf der Brücke, machen hier so ein Skype-Ding wie wir beide. Und dann sagt er, wollen wir uns treffen, wollen wir über Handelsbeziehungen sprechen, pep. Und dann antwortet der Garmok und Dings da auf sowieso. Und Picard denkt, was soll denn der Scheiß? Du hast Eigennamen, also ne, das ist offenbar Garmok ist wer und was. Und dann hast du so Verbindungen, so Lego-Teile dazwischen, so Gelenke dazwischen. Garmok macht Dingsbums mit sowieso. Und so, hä, was ist das? Und im Laufe der Folge findet dann Counselor Troy, die Empathin, die sozusagen fühlt, was mit den Leuten los ist und nicht auf dieser Linguisten-Ebene irgendwie mit ihnen verhandelt, findet raus, deren Sprache
ist so weit fortgeschritten, dass sie für alles Kürzel haben und Metaphern. Also so wie die chinesische Schriftsprache sehr chinesisch, sagt, ja, eben. Wahrheit ist das Zeichen für Mann und das Zeichen für Wort. Warum? Das ist ein Mann, der zu seinem Wort steht, weil es stimmt und so weiter. Das Beispiel habe ich mir ausgedacht, egal. Und sie sagt dann, das wäre, wenn du mir sagst, was fühlst du mit mir zusammen? Und ich würde antworten, Julia auf ihrem Balkon. Dann wissen wir, weil wir aus dieser Kultur kommen, die Shakespeare kennt, die Romeo und Julia kennt, ach so, hier geht's um Liebe. Aber das wird nicht gesagt, sondern es wird gesagt, Julia auf ihrem Balkon. Es ist ein Bild sozusagen. Und ich musste dabei dran denken, natürlich an Arrival, weil das genau diese, diese beiden Waagschalen sind, die entweder zu hoch oder zu tief und wo sie nicht zueinander kommen. Ich musste aber auch denken an Goethes Bemerkung, die Mathematiker sind eine Art Franzosen. Man sagt ihnen irgendwas und dann übersetzen sie sofort in ihre Sprache und dann ist es was ganz anderes. Und der Witz ist, Entschuldigung, es wird ein bisschen länger, aber es ist gleich fertig. alles gut, alles Witz, gut. Das ist das Tolle an diesem Internet. Dass diese hohe Stufe von Sprache, wo eine Kultur also so weit ist, dass sie einfach nur in ihren Kasten greift von ihren Kulturerinnerungen und sagt, Julia auf dem Balkon statt, ich finde dich super schön, dass das auf einer sehr hohen Stufe eigentlich eine Rückkehr ist zu einer sehr primitiven Stufe, nämlich Sinn funktioniert über Vergleiche. Mhm. Also die Wahrnehmung schon einer Bakterie ist ja so, oh, Salzlösung, weg da. Licht, ja, da will ich hin. Das heißt, es sind Unterscheidungen und Vergleiche. Also primitive Wahrnehmung ist, wenn ich ein Ding sehe oder rieche, dann unterscheide ich es von der Umgebung. Ich vergleiche es aber auch, indem ich sage, oh, das riecht auch süß, das kann man vielleicht auch essen wie die andere Beere, die ich essen kann, die süß ist. Und das ist sozusagen, die Kunst arbeitet ganz viel mit sowas, mit so Metaphern, Vergleichen, das für das nehmen, dies steht für das. Der Gedanke ist schnell wie ein Pfeil. Also, so. was du hier... Das waren die ersten Denkschritte. Vergleich, Unterscheidung. Dann kommt aber ein neuer dazu, der da drin nicht restlos aufgeht. Und das ist schon der halbe Schritt zur Wissenschaft. Naja, drei Viertel. Nämlich, außer das ist wie das und das ist anders als das, gibt es auch noch, wenn das so ist und das so ist, dann habe ich das Dritte. Zum Beispiel, wenn alle Menschen sterben müssen und Admiral Jean-Luc Picard ist ein Mensch, dann weiß ich, obwohl ich nur diese zwei Sachen weiß, auch Picard muss sterben. Und das ist ein Pfeil, das ist ein Schluss. Das ist mehr als ein Vergleich und weniger als ein Vergleich. Es ist mehr als eine Unterscheidung, mehr als eine Entscheidung. Es ist eine Schlussfolgerung. Und damit hast du nämlich schon den einen Teil der Wissenschaft. Vergleich und Unterscheidung ist Wahrnehmung, also Beobachtung. Mhm. Und dieses andere Ding ist Mathe. Das ist heute Mathe. Schlussfolgerungen ziehen aus bekannten Größen, die da drin stecken in den bekannten Größen, die aber nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Und Richard Feynman, einer, der die Quantenelektrodynamik mitentwickelt hat, ein wichtiger Physiker, hat mal eine Vorlesung gehalten, Einführung in die Wissenschaftsmethodologie. Und alle haben gedacht, oh, jetzt wird's aber ganz fürs dicke Hirn, Wissenschaftsmethodologie, was ist denn das? Auch noch nicht nur messen und rechnen, sondern auch noch, wie hängt das zusammen? Und so, und er hat gesagt, es ist ganz einfach. Zwei Sachen. Raten und testen, das war's. Und die Leute lachen und sagen, was? Naja, unter Raten versteht er all die drei Sachen, die ich gesagt habe. Vergleichen und unterscheiden ist Raten, weil es ist einfach, mir fällt was auf. Ne, dem Newton fällt der Apfel auf die Rübe. Okay, mir fällt was auf. Und das Zweite ist dann, ich checke es mit Mathe, aber das ist auch noch alles Raten, weil die Mathe kann ja auch falsch sein. Und dann geht die Aufgabe dahin, wie gut ist mein Test? Ich kann ein Experiment machen, aber zum Beispiel bei Astrophysik hatten wir in der Sendung, kannst du kein Experiment machen, weil du nicht einfach zur Sonne fahren kannst und da irgendwas fummeln. Dann denke ich mir zum Beispiel Fragen aus, die so genau sind, dass durch dieses Hingucken, Vergleich, Unterscheidung, ich wieder Antworten kriege auf die Fragen, die ich nicht von vornherein habe, weil die Frage ist feiner getuned und so. Und ich habe den Eindruck, Science Fiction teilt sich das so auf, dass sie den Science-Teil als den Ratenteil versteht. Ich produziere irgendwas Irres. Maschinen können jetzt denken. Oder dieser Energievorrat ist nie erschöpft. Und das Testen ist dann die Story. Mhm. Was für eine Story dabei raus? Was passiert meinen Figuren, wenn das stimmt? Mhm. Ich weiß vielleicht, dass es in der Wirklichkeit stimmt. Vielleicht stimmt es auch in der Wirklichkeit nicht. Aber wenn es stimmen würde und dann je enger, das ist jetzt eine persönliche Präferenz, je enger es an diesem Ding bleibt, dass es sozusagen nicht mogelt, sondern sagt, ich habe jetzt gesagt, die drei Sachen sind so. Was passiert dann als nächstes? So, und das ist die spannende Geschichte, weil es sozusagen sehr oft dann, Harlan Ellison hat mal gesagt, gute Science Fiction ist die Reaktion gewöhnlicher Figuren im Sinne von so wie ich, denkt wie ich, hat Angst, hat Hoffnung auf total außergewöhnliche Sachen, die dich zwingen, neu zu denken. Denn wenn alles ist wie gewohnt und in Ordnung, denkst du ja nicht. Du musst denken sozusagen in dem Zugzwang, dass was anders ist. Und je nachdem, wie systematisch dieses anders ist,
umso geiler ist die Science Fiction. Und zum Beispiel diese Star Trek-Geschichte geht aus, und das ist ganz irre. Früher hat man gesagt, weil du gefragt hast, anspruchsvoll versus so Genre-Geschichten. Anspruchsvolle Geschichten sind solche, die schlecht ausgehen oder offen bleiben. Primitive Geschichten für Kinder und so Fans von so Science Fiction oder Western sind Geschichten, wo alles dann hinterher sauber ist. Und der Witz ist, demnach wäre die Star Trek-Geschichte auf dem Kafka-Level. Sie endet nämlich nicht positiv. Die Verständigung gelingt nicht. Der Außerirdische stirbt, weil sie es halt nicht schaffen. Weil sie müssen sozusagen, um zu überleben in dieser Situation, in die sie da kommen, müssen sie sich verständigen, weil sie koordiniert handeln müssen. Und Picard kapiert es zu spät, wie diese Sprache funktioniert. Und der Außerirdische stirbt und dann sagt Picard am Ende, naja, es war ihm wichtiger, dass wir den ersten Schritt tun, zu kapieren, warum wir einander nicht verstehen, als zu überleben. Deswegen ist er in diese Situation rein. Und das ist sozusagen eine Moral, die, glaube ich, Märchen und Kindergeschichten und Wohlfühlgeschichten und Geschichten mit einer sauberen, abgepackten Pointe weit transzendiert. Und rein auf dieser stofflichen Ebene würde ich sagen, liebes literaturwissenschaftliches Seminar, liebes Feuilleton, wenn du Kafka ernst nimmst, musst du nach so einer Geschichte Star Trek auch ernst nehmen. Was glaubst du, ist der nächste Schritt? Was kommt jetzt an Science Fiction? Ich glaube, mein Buch ist trotzdem haltbar, muss ich jetzt sagen, ist klar. Weil es zwar, wie du sagst, diesen Bogen hat von primitive frühe Formen zu tollen, komplizierten jetzt, aber die Linie ist keine Linie, sondern sie ist eine Spirale. Das heißt, die alten Formen kommen wieder, nur besser. So. Also wir werden irgendwann haben, was keine Star Wars Fortsetzung ist, was aber die Leute so umpostet, wie Star Wars sie umgepostet haben. Wir werden irgendwann was haben, was so ist wie Star Trek. Wir werden irgendwann was haben, was so ist wie Metropolis. Wir werden irgendwann was haben, was so ist wie die Bücher von Philip K. Dick. Und man wird dann sagen, ja, das ist wie das, nur geil. Ich meine damit nicht, dass es nicht mehr geil ist, aber sozusagen, wenn du entdeckst, wie geil Goethes Faust 2 ist, dann ist es ja immer gegen den Widerstand von die Hälfte dessen, was diese fantastischen Figuren, da gibt es ja auch einen Homunculus und so, ist ja reines Science-Fiction teilweise, klar. Aber die sagen dann dauernd diese Sätze, die du schon ständig von irgendwelchen Betriebsfeiern kennst oder von Zitaten, und du musst da erstmal durch diese Fettschicht von Klassiker, und viele Science-Fiction ist inzwischen halt auch Klassiker. So, und ich glaube halt, nichts davon ist erledigt und abgegolten, aber die Art, wie es wiederkommen wird, da werden viele sagen, das ist kein Wiederkommen, das ist völlig neu. Dietmar, vielen Dank fürs Gespräch. Du hast mir viel neues Verständnis gebracht für das, was Science-Fiction, Literatur und Kino und Game und so weiter ist. Nochmal für euch das Buch Nie Geschichte. Und wir sehen und hören uns demnächst wieder. Dank dir. Das tun wir. Danke. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.